Herzlich willkommen zu unserem heutigen Beitrag auf der diesjährigen digitalen Woche. Wir freuen uns wieder mit dabei zu sein und euch einen Einblick in die Arbeit bei Dataport Kommunal zu geben. Für Fragen stehen wir euch gerne im Chat zur Verfügung. Wir beantworten diese dann im Laufe des Beitrags. Ich bin Kiri, Consultant bei Dataport Kommunal und begleite heute meine beiden Diskussionspartner Franz Reinhard Hubbel und jorge Hert von Dataport Kommunal. Ja, wir bei Dataport Kommunal entwickeln ja maßgeschneiderte Lösungen für bessere digitale Services für Bürgerinnen und Bürger. Und ja, was können Sie heute erwarten? Wir haben eine spannende Diskussion, in der wir drei Fragen beantworten werden. Zunächst, was der Strukturwandel ist, welche Rolle die Kommune spielt und welche Rolle der IT-Dienstleister dabei einnimmt. Und zunächst starten wir mit einem kleinen Videobeitrag, in dem wir Ihnen gerne zeigen möchten, was der Strukturwandel ist. Und was sich hinter diesem Begriff verbirgt. Wir gehen unter anderem auch den Fragen nach, was BürgerInnen in die Stadt treibt und was Kommunen machen können, um die Kommune wieder attraktiv zu machen. Gleichzeitig zeigen wir aber auch, dass der Strukturwandel durch die Digitalisierung auch Chancen birgt, die Kommunen eben attraktiver zu machen. Und bevor ich jetzt zu viel verrate, würde ich einfach mal sagen: Film ab. Was bedeutet Strukturwandel und wann und wodurch wurde er im Wesentlichen ausgelöst? Ändern sich die Wirtschaftsstrukturen entscheidend, spricht man in der Wirtschaft vom Strukturwandel. Ein wichtiger Wirtschaftssektor nimmt an Bedeutung stark ab, während andere Bereiche wichtiger werden. Gut veranschaulichen lässt sich das an den Braunkohleabbaugebieten Deutschlands. Hier bricht bis 2038 ein bedeutender und großer Wirtschaftszweig mit tausenden Arbeitsplätzen weg. Ohne Gegenmaßnahmen wird dieser Faktor den Strukturwandel in den Revieren maßgeblich beeinflussen. Was treibt Bürgerinnen in die Stadt? Viele Bürgerinnen in Deutschland leben in der Stadt. Aktuell 72 Prozent und die Tendenz steigt. Motive sind ein besseres Angebot an Arbeitsplätzen, kürzere Arbeitswege, der demografische Wandel. Und ein großes Angebot an Kultur- und Freizeitmöglichkeiten. Gerade junge Familien wandern in die Städte ab und lassen das ländliche Leben hinter sich. Sie sehen in den strukturschwachen Regionen mit ihrer verhältnismäßig schwachen Wirtschaftskraft und damit verbundenen wenigen Arbeitsplätzen keine Zukunftschancen. Die stetige Abwanderung junger Menschen führt zu einer sehr geringen Bevölkerungsdichte. Die bleibende Bevölkerung wird zunehmend älter. Für die strukturschwachen Regionen ist es ein Teufelskreis. Ohne junge Menschen sinkt auch die Geburtenrate. Folgen sind in allen Bereichen des Lebens zu spüren. Schlecht ausgebaute Straßen in den Ortszentren. Lange individuelle Wege zu Kitas, Schulen, Arbeitsplätzen oder Ärzten. Eine Mobilität ohne eigenes Auto ist häufig nur schwer möglich, da passende Mobilitätsoptionen nicht wie in den Städten zur Verfügung stehen. Wie konkurrieren Kommunen mit Städten, um Bürgerinnen einen attraktiven Lebensraum zu bieten? Kommunen müssen attraktive Angebote schaffen und die Vorteile eines ländlicheren Lebens in den Mittelpunkt stellen. So sind die Miete- und Grundstückspreise deutlich geringer. Die Natur und Landschaft bietet eine ideale Umgebung für Entschleunigung und damit ein großes Plus für eine ausgewogene Work-Life-Balance. Daneben ist das Zusammengehörigkeitsgefühl und die Gemeinschaft. Häufig höher als in den anonymen Großstädten. Was geht in den Bürgerinnen vor? Viele Bürgerinnen fühlen sich wohl in den Kommunen, in denen sie leben und möchten dort auch nicht wegziehen. Die Lebensumstände lassen das allerdings immer öfter nicht zu. Viele Menschen fühlen sich im Stich gelassen, ungesehen bzw. ungehört. Sie möchten, dass sich in den Kommunen etwas ändert und ihr Leben dort wieder lebenswerter wird. Ideen dafür existieren meist zu Genüge, nur fehlt es an Möglichkeiten, diese Ideen weiterzuentwickeln und umzusetzen. Auf lange Sicht führt dieser Umstand dazu, dass die Menschen unzufrieden werden. Wie kann Digitalisierung den Kommunen dabei helfen, ein attraktiver Lebensmittelpunkt zu werden? Hierbei hilft die Vorstellung, welcher Mehrwert es den Bürgerinnen der strukturschwachen Regionen bringt, wenn öffentliche Dienstleistungen in digitaler Form angeboten werden. Nennenswert hierbei sind digitale Arztbesuche, Mobilitätslösungen, die über einen Überlandbus hinausgehen, Möglichkeiten der Menschen, sich aktiv zu vernetzen und in die Entwicklung einzubringen. Also digitale Dienstleistungen, die über die Verwaltungsdigitalisierung hinausgehen und den Menschen der Region einen greifbaren Mehrwert bieten. Ja, liebe ZuschauerInnen, das war unser Video zum Strukturwandel und wir hoffen, dass Sie einen guten ersten Eindruck davon gewonnen haben und vielleicht auch schon neugierig sind, tiefer mit uns ins Thema einzusteigen. Ja, hierfür möchte ich einmal gerne zwei Diskussionspartner begrüßen, und zwar einmal den Franz-Reinhard Hubel von der Hubbel UG und einmal Jorge Herd von Dataport Kommunal. Schön, dass ihr da seid. Mögt ihr euch einmal vorstellen und sagen... Wer ihr so seid und was ihr so macht. Ja, vielen Dank für die Einladung, heute hier dabei sein zu können. Mein Name ist Franz Reinhard Habbel. Ich war viele Jahre Sprecher und Beigeordneter des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, habe mich dort schon mit dem Thema Strukturwandel und Digitalisierung beschäftigt, war dann auch während der Zeit Mitglied im IT-Planungsrat und bin dann altersbedingt aus dem Verband ausgeschieden und habe dann ein Unternehmen etabliert, was sich um die Digitalisierung gerade mittelkleinerer Kommunen in Deutschland kümmert. Wir beraten Städte bei der Transformation, unter anderem auch die Smart City-Wettbewerbe, die ja wohl bekannt sind, aber auch darüber hinaus. Und eine sehr spannende Arbeit, weil wir in der Tat an einer Zeitenwende stehen. Und da werden wir gleich, glaube ich, noch drüber reden. Genau. Jorge. Ja, mein Name ist Jorge Hert. Ich bin der Abteilungsleiter bei Dataport Kommunal für die digitale Kommune. Das Team, mit dem ich zusammenarbeite, kümmert sich um die Ausarbeitung von Digitalisierungsstrategien, um die Umsetzung von Online-Diensten für das Online-Zugangsgesetz, aber gerade auch ganz intensiv im innovativen Bereich, das heißt die Gestaltung, die, die, die Konzeptionierung von Projekten in Bezug auf die digitale Daseinsvorsorge, die wir hier auch ganz aktiv einsetzen, um den Strukturwandel durch Digitalisierung zu unterstützen. Okay, vielen Dank. Die erste Frage, die ich habe, beziehungsweise, ja, wir haben ja gerade gesehen, dass der Strukturwandel ja tiefgreifende Veränderungen bedeutet, auch mit weitreichenden Folgen. Und die erste Frage, die ich hätte, Franz Reinhardt, was bedeutet denn Strukturwandel insbesondere für Kommunen? Ja, der Einspieler hat das ja in hervorragender Weise auch schon dargestellt, worum es geht. Es geht nämlich um Veränderung. Und diese Veränderung, das ist eigentlich das Herausfordernde, geht schneller, als wir das vielleicht in den letzten 10, 20 Jahren auch erlebt haben, weil wir einfach weltweite Entwicklungen beobachten, wie Klimawandel, wie Migration, wie demografischer Wandel, die natürlich auch unmittelbare Auswirkungen auf die Kommunen haben, und zwar auch räumlich bezogen auf die Kommunen. Das wird dann nochmal ähm, gestärkt durch Digitalisierung, durch Vernetzung, durch raumübergreifende Dienstleistungen, die entwickelt werden können. Und insofern geht es auch um das Verhältnis beim Strukturwandel zwischen Stadt und Land. Wir müssen auf jeden Fall einen Strömungsabriss dieser beiden Ebenen verhindern. Noch vielleicht eine Information zur Lage in Deutschland selbst. Wir sind ein Flächenland. Wir haben 11.000 Städte und Gemeinden. Und etwa 60 Prozent des Bruttoinlandsproduktes werden im ländlichen Raum erzeugt und erzielt. Wir haben viele Hidden Champions, die natürlich heute andere Techniken brauchen, wie Breitband etc. Wenn sie überleben wollen, ähm, etwa 55 Prozent der Menschen leben im ländlichen Raum. Von den 3,5 Millionen Unternehmen, die wir in Deutschland haben, sind auch mehr als 50 Prozent im ländlichen Raum angesiedelt. Ich sprach gerade von der Notwendigkeit, hier eine moderne Infrastruktur auch anzubieten. Und das ist das, was uns sozusagen herausfordert: Wie schaffen wir es? Wie gestalten wir diesen Wandel eben im Sinne ähm, zu mehr Lebensqualität, zur Attraktivität? Und wir können wir die Frage beantworten, die sich junge Leute stellen? Also ein 14-jähriges Mädchen oder ein 14-jähriger Junge? Habe ich in meiner kleinen Gemeinde eine Zukunft, ja oder nein? Und darauf müssen wir Antworten geben. Okay. Und wenn wir das Ganze von der anderen Seite betrachten, Jorge, was bedeutet denn Strukturwandel durch Digitalisierung und welche Möglichkeiten gibt es hier? Ich würde ganz gerne einmal noch mal vorher vielleicht auch noch die, die Frage an, an Franz Reinhardt ergänzen mit einem kleinen, kleinen Eindruck eines Fotos ähm, aus einer Stadt, in der wir waren. Wir sehen es jetzt hier im Hintergrund. Ähm, das ist tatsächlich auch dann das Ergebnis von Strukturwandel und schwindender ähm, Wirtschaftskraft. Es ist ähm, in, einer, in einer Mittelstadt äh, eine ziemlich zentral gelegene Straße. Ähm, eigentlich mit wunderschönen Bauten, die aber tatsächlich über, über Jahre nicht bewirtschaftet wurden und ähm, dadurch einfach auch ja, dem Verfall ziemlich nahe sind. Man sieht es nicht ganz genau, aber es ist, geht so weit, dass eine Regenrinne einfach in das Haus reingeleitet wird ähm, und man weiß gar nicht, was passiert damit. Also das ist wirklich auch nochmal ein sehr deutliches Zeichen von Strukturwandel, ähm, ich glaube in einer der, ja, der intensivsten Ausprägungen eigentlich, die man, die man so sehen kann. Ähm, ja Strukturwandel durch Digitalisierung was bedeutet das war ja ähm, die Frage ähm, durch zur Verfügung stehende Fördermittel die jetzt im Kontext des Braunkohleausstieges dann auch sozusagen veröffentlicht und, und vergeben werden ähm, besteht die Chance für die Kommunen auch ähm, ja, starke Akzente zu setzen. Natürlich sind viele dieser, dieser Fördermittel ähm, primär dafür da, auch, was weiß ich, in, in Beton, in Asphalt, in Schiene zu investieren. Aber es gibt halt auch viele Fördermitteltöpfe und ähm, ja, die Akzeptanz dafür, durch, durch digitale Angebote auch den Strukturwandel zu unterstützen. Ähm, und ich glaube, da kommt, ja, kommen die Kommunen ins Spiel, dass sie sagen, okay, wir, wir nutzen die Chance, ähm, den Aufbruch, die sich verändernde Situation, den Wandel, und versuchen uns als, ja, als, als ähm, ländliches Gebiet oder als, als Kleinstadt dann auch attraktiver zu machen durch digitale Angebote. Das ist genau das, was Franz Reinhardt auch gerade sagte. Ähm, wie können wir die Jugend, wir haben es auch im Video nochmal gesehen und gehört, ähm, wie können wir die Jugend eigentlich dazu bringen, nicht in die größeren Städte zu gehen, sondern dann auch in den kleineren Ortschaften zu bleiben. Viel ist ähm, natürlich durch digitale... Angebote möglich, nicht alles, das ist natürlich auch klar. Es gibt dort Abgrenzungen. Wir haben aber gesagt, so für uns aus unserer Sicht ist es wichtig, dass für die Bürger sozusagen digitale Angebote in unterschiedlichen Bereichen geschaffen werden. Es geht ganz viel um Mobilität, das ist glaube ich so eines der wichtigsten Themen auch in den ländlichen, in den ländlichen Gebieten. Wie kann man durch digitale Angebote Mobilität auch schaffen? Das ist so der eine Punkt, dass man halt guckt: okay, es sehr, gibt sehr viele ähm, intermodale Mobilitätskonzepte, haben wir heute ja auch schon gehört, hier auf der digitalen Woche, die für, ja, für städtische Bereiche etabliert werden, wo es dann um die Kombination unterschiedlicher ähm, ja, Infrastrukturen geht. Ich kann einen E-Scooter nutzen, ich habe vielleicht irgendwie ein Fahrrad, was ich nutzen kann. Ähm, ich buche in einer App dann halt die unterschiedlichen Mittel, bekomme angezeigt, in, in welcher Reihenfolge ich was tun muss. Und in solche Richtungen wird halt auch dann in den Kommunen gedacht, dass man halt schaut, okay, gibt es eine Mitfahrbank, wo ich mich vielleicht einfach anmelden kann. Viele, die dann mit dem Auto fahren, kriegen noch den kurzen Hinweis, da sitzt jemand, möchte mitgenommen werden. Der nächste Schritt ist dann vielleicht, dass ich Carsharing-Angebote nutze und dann in den ÖPNV umsteigen kann. Oder dass man halt auch einfach Fahrgemeinschaften bildet über digitale Angebote. Mhm. Ähm, ein zweiter sehr wichtiger bereich auch ähm, ist die telemedizin beziehungsweise der gesundheitssektor insgesamt ähm, dadurch dass ähm, wir auch in den ländlichen gebieten sozusagen nicht mehr so viele ärzte einfach haben ähm, muss man natürlich schauen wie kriegt man diejenigen die vor ort wohnen auch noch ähm, ja, in die ärztliche versorgung und mit welchen digitalen angeboten kann dann die ärztliche versorgung auch gestärkt werden? Mhm. Ähm, schönes Beispiel, da ist zum Beispiel auch eine, eine App, mit der dann sozusagen E-Rezepte übertragen werden können an eine Apotheke. Die bündelt die Bestellung vielleicht für eine Pflegeeinrichtung, ähm, packt die Medikamente zusammen und per, per Drohne werden die Medikamente dann von der Apotheke an die Pflegeeinrichtung übersandt. Ähm, wichtig ist aber, glaube ich, auch, dass man schaut, wo gibt es eigentlich bürokratische Hürden auch, mhm. die vielleicht für die Bürger und aber auch für die Ansiedlung von Wirtschaftskraft abgebaut werden kann. Also so, dass man sagt, die Erreichbarkeit der Verwaltung wird erhöht. Die Verwaltung wird nicht mehr als reine Verwaltung gesehen, sondern die Verwaltung etabliert sich als ein Dienstleister für die Bürgerinnen, so dass sie vielleicht als Partner gesehen wird. Es gibt proaktive Themen, die die Verwaltung vorantreibt und so dann auch das Leben für Bürgerinnen und aber auch für die Unternehmen einfach attraktiver gestaltet. Der letzte Punkt ist, glaube ich, ganz wichtig, sind einfach die Infrastrukturen. Es müssen die grundlegenden Infrastrukturen, also 5G und Breitband, in, in jeglichen Bereichen ausgebaut werden, damit die, ja, die Bürgerinnen und aber auch die Unternehmen auch die Möglichkeit haben, auf Homeoffice zu setzen. Und dann auch in den kleineren Orten sozusagen zu ermöglichen, vielleicht durch Coworking-Angebote, dass die Bürgerinnen dort bleiben können und auch attraktive Umgebungen haben. Okay. Ja, nochmal zwei Fragen. Und die wäre oder betrifft eher eure persönliche Erfahrung. Habt ihr persönlich die Auswirkungen von Strukturwandel mitbekommen? Und wenn ja, wie? Vielleicht, bevor ich darauf eingehe, noch äh, ein paar Anmerkungen zu dem, was Jorge gerade sagt. Ich teile das alles, mhm. aber das wird nicht ausreichen. Wir müssen an bestimmten Stellen disruptiver sein, weil der Wandel einfach fundamentaler ist. Und ich will dazu auch ein Beispiel nennen. Wir haben ja eine gute Chance, auch ähm, in den Braunkohlerevieren äh, Dinge zu tun, die woanders schon laufen, die wir auch in der Tat dort etablieren und einrichten müssen. Aber wir sollten uns auch Gedanken machen, ob wir nicht... Äh, weitergehende Entwicklungen angehen. Ich will nur darauf hinweisen, es hat gerade ein Programm gegeben, das der Bund aufgesetzt hat, wo Fördermittel bereitgestellt worden sind für zwei Zentren in, den, in der, der Lausitz-Region. Da geht es um ein Zentrum für Astrophysik und ein Zentrum für unternehmerisches Handeln im Weltraum. Das hört sich sehr spektakulär an. Viele ja. Bürgermeister sagen auch, aber wir brauchen im Moment eine andere, bessere Straßenanbindung hier, das ist richtig, aber das andere brauchen wir auch. Und ich habe in einer Kolumne vor kurzem geschrieben, warum nicht dieses Thema, was Elon Musk ja in Brandenburg aufgreift, quasi mit der Gigafactory, wunderbar neue Entwicklung, weltweite Beachtung. Warum ihn nicht jetzt zu animieren, seine SpaceX-Geschichte, die er ja auch macht, mhm. unter diesem Aspekt äh, Nutzung des Weltraums unternehmerischerseits, auch in Brandenburg oder in Sachsen oder Sachsen-Anhalt anzusiedeln? Mhm. Das heißt also, wir müssen, glaube ich, hier ein paar Ideen kreieren, wir müssen Visionen entwickeln. Nicht, dass das jetzt nur im Ruf äh, deren Raum sich abspielt, sondern ergänzend mhm. zu den Klassikern, die Jorge ja auch gerade nannte, was gemacht werden muss im Bereich der Gesundheit im Bereich äh, auch der Mobilität. Das sind ja die zwei Elemente im Moment. Und im Bildungsbereich, den dürfen wir auf keinen Fall vergessen, der zentral ist auch für ähm, die Anbindung des ländlichen Raumes an die Entwicklung. Persönliche Erlebnisse, ich wohne jetzt äh, in Berlin seit vielen Jahren im Randbereich, äh, lebe also diese pulsierende äh, ja, Weltstadt, kann man sagen. Und äh, habe natürlich viele Kontakte auch in den ländlichen Raum. Man sieht doch die Disparitäten dadurch sehr deutlich. Wenn wir uns die Lage noch mal vergegenwärtigen: Etwa 50 Prozent der Menschheit, der 7,2 Milliarden, leben derzeit in Städten, der Rest im ländlichen Raum. Und im Jahre 20. 75 äh, werden das nein, Entschuldigung, im Jahre 2050 werden das 75 Prozent sein, die in den Städten leben. Mhm. Auch mit all den Problemen der Wohnsituation, der Emissionen etc., wenn wir an das Thema nicht rangehen. Und das bedeutet auch, wie können wir den ländlichen Raum attraktiv gestalten? Mhm. Wie können wir ihn vitalisieren? Und dort haben wir eine ganze Reihe von Möglichkeiten, auch durch Digitalisierung, durch raumübergreifende Angebote, auch im Bildungsbereich, äh, dort äh, Attraktionen zu ähm, aufzusetzen, die eben den Menschen die Gelegenheit geben, dort Arbeit zu finden, aber auch in der jeweiligen Region bleiben zu können. Jörg, mhm. hast du noch was zu ergänzen? Ja, also so das sind glaube ich so die zwei Klassiker, wo ich sage: Okay, da, da merkt man es auch wirklich dann in den ländlichen Gebieten. Es ist einmal die Mobilitätsversorgung ähm, wenn man jetzt probiert, mit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Beispiel zu Kundenterminen zu kommen, die einfach wirklich in den abgelegenen Orten sind, ähm, es ist es wirklich eine Aneinanderreihung von unterschiedlichen Medien, die ich nutzen muss, mit, mit langen Wartezeiten. Mhm. Ähm, wenn man das jetzt mal überträgt auf, auf vielleicht den Alltag, ähm, dass ich immer zwischen, zwischen einem Bus und dem nächsten vielleicht 20, 30 Minuten warten muss, ist einfach viel, viel Lebenszeit, ähm, die natürlich dann auch dafür einfach verschwendet wird. Mhm. Ähm, der zweite Punkt ist, äh, auch schon ziemlich elementar, das ist einfach die, die, die Versorgung mit dem Handynetz. Ja. Ähm, ganz häufig einfach, dass irgendwann das Netz komplett weg ist, dass man ähm, nicht mehr telefonieren kann, das Internet funktioniert nicht mehr. Ähm, und, und da trifft irgendwie beides so ein bisschen aufeinander. Ne? Die, die neuen Anforderungen, die die Gesellschaft auch hat. Ähm, Angela Merkel sagte es ja auch neulich auch so vor 15, 16 Jahren, als sie sozusagen die, die Kanzlerin wurde, da gab es kein Smartphone. Ähm, wenn man heute durch die, durch die Stadt geht und einfach mal schaut, wie, wie die Personen sich bewegen, ist es ist einfach, alle haben ein Smartphone und nutzen das ganz, ganz selbstverständlich irgendwie in, in jeglichen Situationen mit. Und wenn dann die Infrastruktur... Ähm, die, die, die Basis dafür nicht zur Verfügung steht, ähm, dann gibt es natürlich einfach diese, diese Differenz und ähm, die muss aufgelöst werden. Also mein Wunsch wäre jetzt, sich nicht nur auf E-Government zu konzentrieren. Da ist Deutschland übrigens schlecht. Wir okay. sind am Anfang eines Drittels äh, Europa verglichen, aber nicht am ersten, im ersten Drittel, sondern im letzten Drittel am Anfang. Da müssen wir erheblich viel tun, aber das entscheidende wird sein, das Thema Digitalisierung mhm. in den zentralen Politikthemen, die Bürger interessieren, Mobilität, ja. Gesundheit, Bildung, Sicherheit, Energieversorgung, das sind die Bringer und an diese Dinge müssen wir ran, das sind auch viele Bereiche, die in den Fachabteilungen auch von Verwaltungen ja äh, geregelt und organisiert werden. Das heißt, auch hier brauchen wir eine tiefe Befassung mit Vernetzung, mit Projektmanagement, mit neuen Methoden des Arbeitens, mhm. um einfach diesen Dienstleistungscharakter ich spreche mal von dem Begriff der digitalen Daseinsvorsorge. Mhm. Wir werden für den Begriff Daseinsvorsorge gelobt weltweit. Man mhm. kann den Begriff gar nicht übersetzen. Ähm, wird aber deutlich, worum es geht. Das sind nämlich Dinge, die Mark Zuckerberg von Facebook eben nicht machen kann, die eben von der öffentlichen Hand gemacht werden müssen, von den Kommunen. Und äh, diese Leistung, die wir dort erbringen in der analogen Welt, müssen wir auch erbringen in der digitalen Welt und mhm. müssen uns ganz klar ein Programm aufsetzen, was eben digitale Daseinsvorsorge auch lauffähig macht mhm. und damit quasi eine Dienstleistung über äh, Grenzen hinaus, ich denke jetzt mal aus der Stadt in den ländlichen Bereich, auch diese verfügbar macht und eigentlich äh, diesen äh, großen Bereich der Pendlerbewegung auch mal angeht. Auch hier würde ich empfehlen, mal neu zu denken. Im Moment ist es so, dass wir unsere Arbeitsorte in den größeren Städten haben. Wir pendeln also aus der ländlichen Region in die Stadt hinein. Warum drehen wir das nicht um und die Arbeit kommt in den ländlichen Raum hinein? Mhm. Das heißt also auf Pendlerbewegungen zu verzichten, äh, Emissionen zu reduzieren dadurch Fahrten einzuschränken, die wir eben dann nicht mehr brauchen unter dem Stichwort äh, Community Workspaces, wo eben hier Jorge sprach das gerade an, ja, Einrichtungen etabliert werden, die als Anlaufstelle dienen, wo eben Coworking stattfindet, aber nicht nur sondern wo auch in dieser Einheit morgens früh Bildung stattfinden kann für junge Menschen, wo am Nachmittag vielleicht Vereine oder Organisationen sich da auch nochmal engagieren und mhm. äh, eine, eine Location finden. Das sind neue Formen, die, glaube ich, jetzt äh, entwickelt werden müssen, die von den Städten und Gemeinden auch äh, im Randbereich von Großstädten angegangen werden müssen. Mhm. Vielen Dank. Ja kommen wir nun zum zweiten teil unserer diskussion. du hast es ja gerade schon zusammengefasst. die kommune muss fit gemacht werden, um die digitale daseinsvorsorge leisten zu können. ein begriff, für den wir ja weltweit bekannt und geschätzt werden. vielleicht kannst du noch mal tiefer einsteigen in das thema strukturwandel für die gesellschaft in den kommunen. was bedeutet das ganz Reinhard? Ja, es geht eben nicht nur um die Verwaltung und nicht nur um die Politik. Wir brauchen ein neues Miteinander zwischen Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Das heißt, auch hier äh, gehe ich sogar so weit, dass wir bei unserer Aufgabenwahrnehmung darüber nachdenken müssen, auch Teile, die jetzt Kommunen machen, gemeinsam in Netzwerken mit äh, Organisationen. Mit Ehrenamtlichen ähm, aus der Zivilgesellschaft aufzusetzen. Wir haben ja solche Fälle, wo eben Eltern auch Kindergärten führen auf Zeit, dafür auch entsprechende rechtliche Instrumentarien bekommen. Das heißt, wir brauchen eine neue Zusammenarbeit eben zwischen diesen Ebenen, Gesellschaft, äh, Wirtschaft und äh, auch äh, eben der Verwaltung, des Staates, der Politik. Und das andere ist, dass wir uns natürlich auch jetzt nicht nur auf technische Dinge konzentrieren sollten. Also, Digitalisierung ist nicht gleich Technik, sondern Digitalisierung ist Organisation, ist Personal, beispielsweise, wenn ich mal an die Verwaltung denke. Und uns hier auch eben mit Fragen wie das Kapazitätsaufbau von Organisationen und so weiter auch beschäftigen müssen. Und vor allen Dingen, das will ich noch mal kurz erwähnen, auch den Gemeinschaftsansatz zu pflegen. Das ist ja das Element auch eines Dorfes, einer, einer Stadt, eines Ortsteils, dass Menschen zusammenleben, eigene Werte haben, die sie dort auch gemeinsam äh, vertreten und äh, ihr Leben danach mitgestalten. Diese Kommunikation im Sinne von digitalen Gemeinschaften in Anführungsstriche auch ergänzend zu den analogen Vereinsaktivitäten hier neue äh, Ansätze zu bringen halte ich für elementar wichtig, um die Vitalität eines mhm. Raumes, die Vitalität eines Ortsteils auch so attraktiv zu machen, mhm. dass in Zukunft dort man sagt, hey, ich kann zwar irgendwo anders noch mal hinfahren, aber mhm. hier in dem Ort, wo ich lebe, wo ich aufgewachsen bin, wo meine Familie mhm. wohnt, hier habe ich eine Chance. Mhm. Genau und um diese Chancen ja, einfach ähm, real zu machen, frage ich dich, Jorge, was denkst du, wie kann man Kommunen eben attraktiver machen? Wo kann man oder wo muss man anfangen? Also Franz Reinhardt hat gerade schon viele, viele Gebiete, glaube ich, angesprochen, wo, wo es durchaus ähm, sehr, sehr gute Chancen gibt, auch ähm, dann die Attraktivitätssteigerung in den ländlichen Räumen auch äh, sozusagen ja, herbeizuführen. Ähm, ich würde auch so ein bisschen zwischen Verwaltung, Unternehmen und BürgerInnen auch unterscheiden wollen. Ähm, für, die, für die BürgerInnen ist es, glaube ich, wichtig, dass äh, die vitalen Gemeinschaften, hast du es gerade genannt, Franz Reinhardt, gefördert werden. Also dass wir, dass wir vielleicht aktiv in die Bürgerbeteiligung gehen, dass durch Amtsausschüsse die Informationen der, der lokalen und regionalen Politik auch ähm, digital vielleicht äh, zur Verfügung gestellt werden, sodass die Bürgerinnen sich dann auch informieren können und dann aber auch in politische Entscheidungsprozesse ähm, auch mit integriert werden. Ähm, es ist aber auch wichtig, vielleicht an Angebote zu schaffen, wo die, ältere, ähm, die älteren mit Menschen, Bürgerinnen, ähm, dann auch durch, durch digitale Angebote vielleicht dazu gebracht werden, wieder jetzt gerade nach Corona dann auch äh, zusammen Bridge zu spielen, zu schauen, ob man in den Orten vielleicht auch einfach einen Senioren-Kochclub etabliert, wieder der digital gestützt ist, wo vielleicht die, ähm, die, die, die älteren Menschen Rezepte austauschen, dass man einfach so Vernetzte oder so die Vernetzung dann auch innerhalb der, ähm, der Bevölkerung eigentlich stärkt. Ganz wichtig sind tatsächlich, glaube ich, einfach gute Infrastrukturen. Das gilt für Unternehmen genauso wie für die Bürgerinnen, um einfach das Homeoffice zu ermöglichen und aber auch um eine Grundlage dafür zu schaffen, dass es Coworking gibt. Das sehe ich so ein bisschen als, als Thema für die, für die Bürgerinnen, aber auch ganz extrem für, für, für die Wirtschaftskraft einfach und für die Wirtschaftsunternehmen. Durch lokale Angebote, vielleicht Bürogemeinschaften zu machen, Coworking zu machen, werden Unternehmen dazu gebracht, vielleicht auch noch mal ein bisschen, bisschen schneller sozusagen sich dafür zu entscheiden, okay, wir, wir müssen nicht in die Großstadt gehen, sondern wir können auch dann in den, den Coworking-Flächen unsere Mitarbeiter arbeiten lassen, dadurch wird der ländliche Raum gestärkt. Für die Unternehmen ist es auch wichtig, wir hatten es gerade an der Gigafactory dass auch die Verwaltungsprozesse schlank sein müssen. Wenn man jetzt bedenkt, Elon Musk baut ein riesiges, eine riesige Fabrik dort, dann kann man eigentlich, wenn man vorher drüber nachdenkt, schon genau sagen, in welchen Bereichen Verwaltungsprozesse auch durch diesen Bau in Anspruch genommen wird. Und da proaktiv auch noch mal darauf einzugehen, zu sagen, okay, wir wissen, es kommen, kommen Bauanträge, irgendwie der B-Plan muss erstellt werden, ausgearbeitet werden. Es wird vielleicht... Ja, es wird, es wird vielleicht einfach auch den vielen neue, viele neue Bürger geben, die, die hinzuziehen wollen. Vielleicht hat man dann viele Meldeangelegenheiten, dass man da auch nochmal schaut, attraktiver zu werden. Also mir geht es da um diese Erfahrung. Du hast das gerade angesprochen, Jorge, mit der Giga Factory. Ein Planungsprozess parallel aufzusetzen, indem man teilweise anfängt mit äh, vorzeitigen Teilgenehmigungen, dann mhm. aber noch die rechtlichen Rahmenbedingungen klärt. Ähm, das ist für mich insofern hochinteressant, weil es Zeit erheblich verkürzt, mhm. Investitionen dadurch sicherer macht, auch von der Finanzseite her. Die Frage ist nur, dieses Erfahrungswissen, was wir jetzt dort sammeln, wie bekommen wir das an andere Großprojekte, äh, sozusagen, um daraus zu lernen? Also dieser Lerneffekt. Da fehlt mir noch ein bisschen, da könnten wir viel tun und deswegen bin ich erfreut, dass Dataport als größter öffentlich-rechtlicher Dienstleister in Deutschland jetzt auch durch diese Veranstaltung hier deutlich macht, es geht bei der Gestaltung nicht nur um den Server, der irgendwo steht und um die schnelle Datenleitung, sondern auch um die Frage, wie organisiere ich Verwaltung. Wie bringe ich neues Arbeiten unter hybriden Ansätzen in die Verwaltung hinein? Wie kann ich vor allen Dingen Sicherheit herstellen, wenn ich hybrid arbeite mhm. mit Mitarbeitern außerhalb und so weiter? Und ich glaube, diese Aufgabenstellung wird sich sehr stark auch weiterentwickeln im Sinne von Rechenzentren, also nicht mhm. nur Daten zu verwalten. Was hinzukommt, was uns leider wahrscheinlich heute zeitlich nicht noch hier... Ähm, möglich sein wird, ist das Thema, wie gehen wir mit Daten um? Mhm. Wie verwalten wir Daten? Wir organisieren ja heute ein Staatswesen durch zwei Dinge, durch Geld und durch Recht. Und wir werden das künftig auch durch Daten organisieren. Wer hat die meisten Daten? Natürlich die Kommunen. Wo liegen die Daten? Überwiegend im Rechenzentrum. Wie gehen wir damit um? Wie können wir Data Analytics fahren? Mhm. Wir haben keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gerade in kleineren Verwaltungen. Das ist wieder eine Aufgabe, hier auch in der Analyse, in der Prognose, in der Szenarienentwicklung, mit Daten neue Geschäftsmodelle anzusetzen. Eine Aufgabe, die sich, glaube ich, Rechenzentren in den nächsten Jahren sehr extrem stellen wird. Genau. Ja. Open Data, KI in der Verwaltung, vielleicht zur Unterstützung von Entscheidungsprozessen und Verwaltungsvorgängen. Wir haben es im Steuer Steuerbereich, gibt es das ja auch schon. Es sind, sind viele Unterschiedliche Ansätze. Aber nochmal zurückzukommen, wie kann, können Kommunen sich attraktiver gestalten? Also digitale Angebote noch und nöcher ist, glaube ich, eigentlich so der, der, der wesentliche Faktor zu sagen, wir schaffen Mobilitätsangebote, wir sorgen für digitale Bildungseinrichtungen, wir schaffen Vernetzungen. Vielleicht können Städte auch dadurch oder Kommunen dadurch attraktiver werden. Ich glaube, es ist auch eines deiner, deiner Steckenpferde, Franz Reinhardt, wenn man sagt, okay, wir, wir bündeln auch Aufgaben aus Verwaltungssicht. Es gibt im, im in der stadt vielleicht sechs sieben acht sportvereine die, die alle ja auch eine verwaltung haben das heißt die mitgliederverwaltung es gibt die abrechnung ähm, aber eigentlich jeder verein an sich für sich ist schon zu klein um jemanden dafür einzustellen und dadurch einfach dann auch noch mal sozusagen verwaltungsaufgaben für vielleicht einfach vereine für die gesellschaft zu bündeln ähm, und einrichtungen zu schaffen die dadurch dann auch ähm, noch mal die gemeinschaften vor ort dann einfach auch stärken. Du hattest gefragt, wie Verwaltungen sich darauf einstellen und vorbereiten. Ein äh, Hinweis noch, was wichtig und notwendig ist, ist eine Art digitale interkommunale Kooperation. Mhm. Also nicht nur zu kooperieren äh, im Sinne, wir machen das mhm. jetzt zusammen, sondern indem man eben bestimmte Aufgaben dann auch skaliert, für andere mit Macht verfügbar macht und damit äh, relativ schnell auch Leistungen effizient äh, und nachhaltig auch äh, anbieten kann. Und da haben natürlich gerade kleinere Städte große Probleme. Ich hatte jetzt vor... Ja gut, 14 Tage eine Veranstaltung mit äh, drei Regierungsbezirke äh, in äh, Nordrhein-Westfalen, die westfälischen Detmold, Münster und äh, Arnsberg mit 60 Bürgermeistern unter Anwesenheit auch der Regierungspräsident Tinnen aus äh, äh, Münster, Detmold und des Hans-Josef Vogel als Regierungspräsident aus Arnsberg. Und die Bürgermeister schilderten, es ist alles richtig, was ich hier höre, in Richtung Digitalisierung, Start-ups. Wir hatten unter anderem Start-ups eingeladen, aber... Wir haben die Kapazität nicht. Wir haben die Leute nicht, die diese Projekte angehen. Wir haben die Skills nicht, die Fähigkeiten nicht. Was können wir tun? Und da kann man glaube ich nur in einem Kooperationsmodell unter Zuhilfenahme auch von IT-Rechenzentren, aber auch von Startups, mhm. glaube ich, neue Wege versuchen, die man dann eben skalieren kann in die Fläche hinein, um weiterzukommen, damit nicht mhm. immer diese Frage gestellt wird. Wir haben die Leute nicht. wir haben die Kapazitäten nicht und dann bleibt es liegen nachher. Mhm. Genau, was, was wir auch hier gerade versuchen zu etablieren, sind, sind die Digital Hubs ähm, bei Dataport, ähm, also Einrichtungen äh, oder Räumlichkeiten. Ähm, bei den kommunalen Kunden, in denen wir gemeinsam Projekte der digitalen Daseinsvorsorge ähm, mit den Kommunen zusammen und aber auch mit Partnerunternehmen zusammen, Kooperationspartnern umsetzen wollen. Mhm. Ähm, und da geht es genau darum, auch die, die, die Ressourcenengpässe finanzieller Natur und aber auch natürlich, was die, was die Mitarbeiter in den Kommunen anbelangt, dem so ein bisschen entgegenzuwirken. Ähm, dadurch, dass wir äh, vor Ort Netzwerke bilden, unterschiedliche Partner und Beteiligte mit in die Projekte holen. Ähm, und dann auch Projekte umsetzen in den, unterschiedlichen, ähm, in den unterschiedlichen Themenfeldern wie Mobilität, Gesundheit, vitale Gemeinschaften, ähm, dass wir dort einfach gemeinsam Projekte der digitalen Daseinsvorsorge umsetzen, um sozusagen die Kommunen attraktiver zu machen. Mhm. Das Konzept der Digital Hubs sieht vor, dass wir unterschiedliche Themenschwerpunkte haben in den Hubs, dass die Hubs aber untereinander vernetzt sind. Das ist so ein bisschen diese Synergien schaffen. Nicht jeder für sich und wir machen alles doppelt und dreifach, ähm, sondern durch die Vernetzung und die Zusammenarbeit in den Digital Hubs sorgen wir dafür, dass alle davon partizipieren. Mhm. Ähm, und dadurch, dass wir ähm, als IT-Dienstleister aus dem Norden ja auch in den Flächenländern gut vernetzt sind ähm, und auch Brücken schlagen können, machen wir das sozusagen parallel für, für zwei Bundesländer, für zwei Flächenländer, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein, ähm, und schaffen dann auch den Link. Natürlich gibt es den Strukturwandel sehr präsent, gerade in den, in den Braunkohlerevieren, aber es gibt auch ländliche Regionen in Schleswig-Holstein, die vom Strukturwandel betroffen sind. Und so versuchen wir auch über die Landesgrenzen hinweg Synergieeffekte zu schaffen. Möchtest du noch was ergänzen? Ja, ich wurde ja eben angesprochen, ähm, was wir so für Erlebnisse hatten, auch im ländlichen Raum. Ich wollte mhm. noch mal darauf hinweisen, dass es vielleicht auch hier neue Möglichkeiten der, äh, des Sharing-Ansatzes gibt, also ja. Aufgaben zu teilen. Äh, ich lebe ja in Berlin. Ähm, ich will das jetzt nicht weiter ausführen, aber im Bürgeramt Berlin äh, haben wir doch erhebliche Probleme, Termine zu bekommen. Das heißt also, bis zu acht, neun Wochen. Vorlauf, um ein Kfz anzumelden, um einen Reisepass zu beantragen, um einen Personalausweis zu beantragen, von Eheschließungen gar nicht zu reden. Also es ist wirklich eine Katastrophe. Die Dinge werden sicherlich besser, aber das wird dauern. Warum ist es nicht möglich, dass ich jetzt unter diesen Bedingungen eben meinen Reisepass beispielsweise in Halle oder an einer anderen Stelle in Schleswig-Holstein, in einem Ort, wo die Frequenzen nicht so stark sind, quasi auch organisiert beantragen kann, erhalte. Mhm. Und natürlich diese Gemeinde dann in Schleswig-Holstein oder in Sachsen-Anhalt, die Stadt Halle, finanziell ausgeglichen wird, dafür Geld bekommt, weil sie die Arbeit dann natürlich macht. Aber das wäre bürgerfreundlich. Das wäre auch eine Riesenchance, glaube ich, hier deutlich zu machen, dass Verwaltung auch zusammenarbeitet, gerade bei Bereichen. Wir diskutieren ja gerade... Das Thema Dresdner Forderungen, wo es darum geht, Angelegenheiten der Auftragsverwaltung quasi komplett an den Bund oder an die Länder zurückzugeben und dort durchzuführen, jedenfalls im digitalen Umfeld. Das wäre so ein Ansatz, wo man mhm. einfach sich durchaus vorstellen könnte: Wir verteilen das Ganze in Aufgaben und können damit wesentlich schlagkräftiger und schneller werden. Das ist nur eine Idee, die mir gerade in dieser Debatte hier noch mal kommt, die ich aber noch gerne darstellen wollte. Also ich kann zu jeder Zeit, zu jedem Ort meine Verwaltungsleistungen in Anspruch nehmen, egal wo ich mich befinde und wo ich wohne, ja? Richtig, genau. Natürlich unter der Zuordnung, dass diese Funktionen und Register natürlich dann dort auch äh, aktualisiert werden, wo ich lebe und wo mein Wohnort ist. Das geht ja auch, auch letztlich weiter noch, wenn man sich fragt, Betroffenheit ist ja ein hohes Gut und ein hohes Element der Mitwirkung von Bürgern im Sinne von Partizipation und Beteiligung. Jetzt lebe ich in Berlin, ich kann nur in Berlin wählen oder an irgendwelchen Veranstaltungen bzw. an Bürgerbegehren teilnehmen. Ich bin aber sehr, sehr oft in Stuttgart, kenne jeden Fahrautomaten in Stuttgart, kenne die Baustellen, kenne den Bahnhof, kenne alle äh, Hürden äh, der Infrastruktur. Mhm. Aber ich habe keinen Einfluss, äh, da irgendwas zu machen, weil ich eben nicht Bürger der Stadt Stuttgart bin. Die Frage ist, die uns herausfordert, bei dieser Digitalisierung den Raumbegriff auszudehnen. Was bedeutet das? Ich habe darauf keine Antwort, ja. äh, weil wir auch demokratisch legitimationsmäßig darauf natürlich eine sichere Antwort brauchen. Aber Sie sehen, wie Betroffenheit heute sich äh, verflüchtigt, mhm. die eben dann auch eben nicht nur auf den eigenen Lebenspunkt, wo man formal wohnt, mhm. sondern auf den Lebensraum, der sich ständig vergrößert, auch durch Mobilität eben ausdehnen könnte. Und mhm. diese Frage ist eine spannende Frage. Auf jeden Fall. Also wirklich interessante Visionen und vielleicht können wir sie ja irgendwann mal umsetzen, natürlich hoffentlich bald. Ähm, ihr habt schon einige Punkte genannt, was ja die Rolle des IT-Dienstleisters in dem Konstrukt ähm, bedeutet. Vielleicht kannst du noch mal hinzufügen, Jorge, was der ja, IT-Dienstleister noch so leisten kann. Mhm. Also klar, gerade in, in, in aller Munde, zumindest im, im Verwaltungsbereich, ist natürlich das Online-Zugangsgesetz. Ne? Also die, 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 das Gesetz, was ähm, dafür sorgt, dass die Bürger alle Verwaltungsleistungen dann online auch in Anspruch nehmen können. Da geht es schon so ein bisschen in die Richtung: ist egal, wo ich bin und zu welcher Uhrzeit ich habe, immer mein, mein Online-Dienst, mein, mein Verfahren, wo ich online sozusagen dann meinen Verwaltungsvorgang starten und beantragen kann. Ähm, das Online-Zugangsgesetz ist streng genommen eigentlich nur eine Dienstleistung für den Bürger und keine Lösung für die Verwaltung. Und das ist ein Punkt, der bei Dataport in den letzten Jahren insgesamt auch an, an Gewicht zugenommen hat. Ähm, nicht nur, dass wir ein Rechenzentrum haben, was BSI, ähm, nach BSI-Grundschutznormen betrieben wird, äh, ausfallsicher ist, wo wir die Server betreuen und die Fachverfahren auch, auch im, im, also betreuen, wo wir den, den, ähm, den Sachbearbeitern auch Unterstützungsleistungen bieten, mhm. ähm, sondern wir sind als Dataport und Dataport Kommunal auch involviert, sozusagen die Prozesse dahinter nochmal mit zu betrachten. Und gerade das ist im Kontext der des Online-Zugangsgesetzes äh, eigentlich elementar für die Verwaltung. Um streng genommen, wenn ein Bürger online den Antrag ausfüllt und er kommt als PDF in der Poststelle an, ähm, das könnte heute so passieren, dann würde es bedeuten, die Poststelle druckt den Antrag aus, legt sie ins Fach der, der Sachbearbeiterin. Die Sachbearbeiterin muss die Daten abtippen und kann dann den Verwaltungsvorgang starten. Ähm, das heißt, wir haben eigentlich keine Optimierung des Prozesses in der Verwaltung. Mhm. Ähm, worauf ich so ein bisschen hinaus möchte, ist, die optimierung von geschäftsprozessen innerhalb der verwaltung wir haben ein, ein, ein beispiel wo wir mal über neue ansätze design thinking ansätze in einer verwaltung prozesse im bereich kur und tourismusabgabe analysiert haben es ging primär darum den online dienst sozusagen mal zu design zu schaffen wir haben da mit dem amtsdirektor mit der tourismuszentrale der sachbearbeiterin für die kur und tourismusabgabe dem it beteiligten ja, einen Workshop durchgeführt, um die Anforderungen aufzunehmen. Ähm, was wir aber auch gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, oh, hier ist der Prozess jetzt nochmal. So haben wir ihn verstanden, wir haben ihn äh, relativ groß geplottet an die Wand gehängt und haben alle gebeten, schaut doch mal bitte, wo wir auch Optimierungspotenzial haben, wenn wir davon ausgehen, die Antragsdaten kommen digital direkt in die E-Akte, in ein Workflow-System oder auch in, in das Fachverfahren, das Haushaltskassensystem zum Beispiel. Und durch die Kombination von dem Online-Dienst und der Prozessoptimierung mit allen Beteiligten im Prozess konnten wir die Anzahl der manuellen Schritte in diesem Prozess halbieren. Und das ist genau das, worum es eigentlich gehen muss, Prozessoptimierung und zu schauen, wie können wir standardisieren, wie können wir dann einfach die Arbeit für die Mitarbeiter in den Verwaltungen auch optimieren. Kiri, wenn du mich fragen würdest, was erwarte ich von der neuen Bundesregierung, dann würde ich darauf antworten: Ich erwarte eine weitgehend antragslose Verwaltung, mhm. die wir unter anderem auch in äh, Österreich ja haben. Wer in Österreich äh, ein äh, Kind bekommt, Kindergeld äh, bekommen kann, braucht keinen Antrag zu stellen. Aus dem Spital heraus werden die Informationen sozusagen auch äh, weitergeleitet und die. Äh, die Kontodaten werden vom Finanzamt quasi herausgeholt, was in Deutschland undenkbar wäre. Aber Österreich ist auch in der Europäischen Union, also müsste das auch irgendwie alles möglich sein. Das heißt also, da wo bereits Informationen vorliegen, das ist das Once-Only-Prinzip, ist ja auch vorgegeben. Aber wir brauchen doch sehr lange. Das heißt für mich, dass wir uns Zielmarken setzen müssen. Wir müssen eben uns Zielmarken setzen, auch in solchen Vereinbarungen, wo wollen wir in fünf Jahren stehen, wie viel Prozent... Der Schulabbrecher, die wir in Deutschland haben, 50.000 nämlich im Jahr, mhm. wollen wir durch digitale Unterstützung sozusagen in eine andere Situation bringen in drei oder vier Jahren. Nur wenn wir messbare Größen haben, an denen wir uns orientieren können, auch wenn wir sie nicht punktgenau erreichen, aber wir haben natürlich eine Vorgabe und da glaube ich, haben wir Handlungsbedarf, auch was die Beschleunigung von äh, Planungsverfahren betrifft, deutlich mhm. zu machen, wir wollen ein Planungsverfahren, sagen wir mal im Bereich Windkraft äh, auf sechs Monate reduzieren. Und da muss alles stehen. Sonst arbeiten wir auch mit Genehmigungsfiktionen nachher. Auch das ist ja ein Modell, wo man äh, gerade im Bereich von Baurecht wirken kann. Mhm. Das heißt also klare Vorgaben auch und Zielsetzungen und nicht nur Literatur zu schreiben. Man könnte, man sollte, man müsste im Konjunktiv äh, solche Programme, sondern klar, hart zu sagen, Zielvorgabe ist das, das und das. Mhm. Auch ja, viele gute Punkte auch. Ähm wo wir natürlich als IT-Dienstleister aus dem Norden dann auch unterstützen können. Das war ja so gerade auch noch das Thema. Wir hatten es schon dadurch, dass wir für, für sieben Bundesländer mittlerweile tätig sind, können wir Synergien herstellen. Also wir können durch unsere Rechenzentren, durch die Erfahrungen, die Produkte, die wir bei uns betreiben und aber auch die Dienstleistungen, die wir bringen, erbringen, können wir Standardisierung schaffen und Synergien herstellen. Also damit sozusagen auch schauen, wie können wir die Verwaltung entlasten, weil auch das ist eine der Herausforderungen für die Verwaltung. Auch in der Verwaltung gibt es den Nachwuchskräftemangel. Das heißt, es wird auch für die Verwaltung immer schwieriger, neues, gutes Personal zu finden, um die Verwaltungsvorgänge dann auch sachgerecht und natürlich aber auch zeitgerecht dann dort zu bearbeiten, wo wir vielleicht nicht vollständig digitalisieren können. Ein weiterer Punkt, auf den ich noch gerne, gerne mit eingehen möchte, ist tatsächlich auch das, worüber wir heute im Kontext der digitalen Daseinsvorsorge sprechen. Wir reden nicht über klassische Verwaltungsleistungen. Die Verwaltungsverleistungen, Sozialhilfe, Wohngeld, vielleicht das Bauwesen, Finanzwesen sind ganz klassische Verwaltungsleistungen. Wenn wir aber sagen, durch digitale Angebote im Strukturwandel wollen wir die Attraktivität der Regionen stärken, reden wir über Innovationen. Und diese Innovationskraft wollen wir als Dataport Kommunal und als Dataport mitbringen und gemeinsam mit unseren Kommunen, mit den Partnern dann auch einfach tolle Ideen sozusagen generieren und auch in die Umsetzung bringen. Und das ist auch ein, eines der Themenfelder, die wir als, als Full-Service-Provider auch mitbringen, um gemeinsam mit den Kommunen, mit den Verwaltungen die Zukunft zu gestalten. Ja, du hattest es vorhin ganz gut beschrieben. Es gibt ja einen ganz bekannten Begriff dafür, digitale Souveränität. Ähm, Franz Reinhardt, wie kann Dataport dabei unterstützen? Indem Dataport äh, Leistungen erbringt, die von den Bürgern, von Unternehmen nachgefragt werden, die schnell sind, die sicher sind, die auch dem Anspruch des Bürgers oder dem Unternehmen Rechnung tragen, um nicht bei allen... Diensten, die wir erwarten, nur auf äh, amerikanische Unternehmen zu schauen, wie Google und Co., sage ich mal, sondern auch Leistungen hier auch anzubieten, weil ich das Thema digitale Daseinsvorsorge für ein zentrales politisches Thema auch äh, halte. Also unter dem Wertekodex, den wir in Europa haben, einschließlich Bundesrepublik, auch Dienstleistungen und vor allen Dingen Daten zu verwalten und Daten zu organisieren, und eben nicht uns einem chinesischen oder amerikanischen Modell äh, annähern, sondern hier, und da glaube ich, werden in den nächsten Jahren Weichen gestellt, äh, auch durch die normative Kraft des Digitalen, so will ich mhm. das mal formulieren, wo wir dann keine Chance mehr haben. Deswegen müssen wir unsere Kapazitäten, die wir haben, ähm, zusammenbringen. Dataport ist ja auch mit dem Projekt Phoenix auf dem richtigen Weg. Das heißt also für mich äh, ist es wichtig, dass die digitale Souveränitätsdebatte, die sehr stark von Dataport ja auch äh, aufgebracht worden ist, weitergeführt wird mhm. und jetzt auch bei den ähm, Regularien im, im internationalen Kontext, aber auch natürlich in Deutschland bei den Regierungsverhandlungen eine wichtige Rolle spielt. Man kann das nicht oft genug betonen, mhm. dass diese Souveränität eines Staates, einer Gemeinschaft, einer Kommune letztendlich gefährdet ist, wenn wir den Dingen einfach freien Lauf lassen und uns nicht ordnungspolitisch auch in dieser digitalen Welt mit klaren Vorgaben, Daten gehören dem Bürger, sie müssen sicher aufbewahrt werden, sie dürfen nicht äh, an irgendwen äh, auf einmal äh, weitergegeben werden, diese Dinge ähm, auch sicherzustellen. Allerdings wird uns das nur gelingen, wenn wir leistungsmäßig stark werden. Mhm. Weil ich jeden verstehen kann, der heute navigiert und irgendwo hin will, auf Google Maps geht, anstatt sich die Karten äh, des äh, Katasteramtes zu besorgen. Mit denen würde er wahrscheinlich zwei Tage später, wenn überhaupt, ankommen, weil er die gar nicht finden würde. Ja, erstmal brauchen wir drei Wochen, bis es Richtig. vielleicht da ist. Also insofern müssen wir schauen, wie kriegen wir hier auch eine neue. Das ist ja das berühmte Element der digitalen Daseinsvorsorge. Wie kriegen wir hier solche Services jetzt kreiert? Und deswegen glaube ich, werden auch IT-Rechenzentren eine große, bedeutende Rolle haben in den nächsten Jahren, die wir noch gar nicht so in dieser Bandbreite, wenn es eben um Organisation, Personal, Qualifikation, Kompetenz, Datenanalytik, all diese Dinge, die passieren, also sie werden Treuhänder der Daten sein, die Kommunen ja nicht im Keller aufbewahren können, sondern sie brauchen dafür entsprechende Einrichtungen. Und äh, das macht das Ganze auch so spannend. Also ich glaube, ein gutes Beispiel ist da jetzt vielleicht auch ein, ein, ein Landkreis, ja, der, der in den letzten Wochen ja auch ziemlich in der, in der, in der, ja, in der Presse stand, ähm, der an, anhand oder wegen eines Ramson-Befalls, eines Virenbefalls sozusagen ja auch dann erpresst wurde. Ähm, die Daten wurden abgezogen, kompromittiert, alle Systeme wurden abgeschaltet ähm, und die Verwaltung ist in diesem Landkreis lange nicht handlungsfähig gewesen in den unterschiedlichsten Bereichen. Das heißt also, Elterngeld ist zum Beispiel ein Verfahren, das betroffen wurde, aber auch Kfz-Anmeldungen. Mhm. Da hatten wir dann tatsächlich auch ein Beispiel für interkommunale Zusammenarbeit. Beim Kfz funktionierte es. Das heißt, die Anmeldungen konnten dann auch sozusagen über andere Kreise dann durchgeführt werden. Aber ein, ein gutes Beispiel finde ich auch nochmal dafür, dass es wirklich elementar ist, auf Datenschutz und Datensicherheit zu achten. Überlegend. Es ist, darf nicht daran gespart werden, sozusagen ähm, bei der IT-Ausstattung auf Sicherheit zu achten, ähm, geeignetes Personal dafür zu einzustellen oder halt zu sagen, okay, wir, ähm, wir lagern die sicherheitskritischen Bereiche auch aus an, an Dienstleister, die genau hier ihre Kernkompetenz auch mit sich bringen. Mhm. Ähm, der Fall ist jetzt, ich weiß es gar nicht, sechs, sieben, acht Wochen ja, her. Die Verwaltung ist immer noch nicht voll wieder arbeitsfähig. Aber ich finde es gut, dass eben Dataport auch hier Hilfe angeboten hat, Hilfe geleistet hat im Rahmen von einer, wenn man so will, digitalen interkommunalen Zusammenarbeit, auch in solchen Krisenfällen. Wir haben das ja auch erlebt bei der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und mhm. in äh, Nordrhein-Westfalen, wo es eben auch um analoge Hilfe natürlich ging, wo eben Bauamtsmitarbeiter und... Äh, Einrichtungen von Städten äh, dann auch äh, dort Hilfe geleistet haben. Konkret, das muss man im Sektor der Digitalität natürlich auch angehen mhm. und daraus können sich auch Gemeinschaften bilden und äh, da ist hohe Flexibilität erfordert, äh, gefordert, sich da auch entsprechend äh, in solchen Szenarien, die dann auch mal vorgedacht werden, um auch einen Plan B äh, durchzuspielen, mhm. sind wir gefordert, auch für die nächsten Jahre uns hier gerade was Klima betrifft, was... Äh, Infrastrukturbelastung betrifft auch ähm, dann so aus, äh, so organisieren, dass wir da auch eben zumindest die Kommunikation sicherstellen. Dann, ne? ja. Und die uns nicht nachher um die Ohren fliegt und wir dann gar nichts mehr machen können, wie das ja teilweise der Fall war auch dann. Ne? Genau. Ich habe eine Frage aus dem Chat, ich lese sie mal vor. Wie steht Dataport im Wettbewerb zu digitalen Programmen des BMIs und entsprechenden regionalen Projekten? Das ist eine gute Frage. Kannst du ein bisschen was zu den Programmen erzählen, Franz Reinhard? Ich musste noch mal eben äh, fragen, da war das äh, zweite, was war der Vergleich? Ähm, ein Wettbewerb zu digitalen Programmen des BMIs und des, regionalen Projekten. Des BMIs, genau, Bundesministerium BMIs, für genau. und so genau. weiter. Da gibt es gar keinen Wettbewerb. Äh, beide äh, arbeiten Hand in Hand. Das BMI oder andere äh, Organisationen brauchen Dataport, um überhaupt diese mhm. Wettbewerbe und Projekte äh, auch auf den Weg zu bringen. Und äh, Dataport äh, wäre auch gut beraten, eben Gemeinden und äh, Städten und Landkreisen dabei zu helfen, mhm. diese Wettbewerbe quasi äh, für die Gemeinde zu gewinnen und sie dabei zu unterstützen. Mhm. Denn es geht um viele Fördermittel. Ich weiß gerade beim äh, Segment äh, Smart City haben wir jetzt äh, 73 Kommunen, die ausgewählt wurden, in der dritten Staffel insgesamt 73, die mit knapp einer Milliarde gefördert werden. Das ist mhm. extrem viel Geld. Ja. Und äh, ich plädiere dafür, erzähle das überall auch eine vierte Staffel äh, auf den Weg zu bringen, wo äh, dann eben weitere Kommunen auch äh, unterstützt werden. Denn eins ist sicher: Ich erwähnte die Zahl 11.000 Kommunen. 72 Kommunen haben fast eine Milliarde. Wenn die clever sind, was werden die sein? Werden die extrem viel machen? Wie kriegen wir dieses Wissen jetzt in die kleinen Einheiten, kleine Dörfer, Gemeinden hinein, mhm. damit es da kein mein Lieblingswort Strömungsabriss gibt? Ja. Sondern diese Kapazitäten, die in den Wettbewerben aufgesetzt werden, die ich gut finde. Also, es war eine enorme Leistung des BMI, diese Projekte aufzusetzen. Aber ich würde das nicht als Wettbewerb jetzt zu äh, Dataport oder anderen öffentlich-rechtlichen äh, Einrichtungen sehen, sondern mehr komplementär für beide wirksam mhm. betrachten. Genau, würde ich auch sagen. Also stand eben gerade ein bisschen auf dem Schlauch, aber wir haben viele, viele Projekte, wo wir zum Beispiel auch dann Kommunen unter die Arme greifen, die entweder in Antragsphasen zu Smart City-Wettbewerben stehen, mhm. ähm, aber auch in der Umsetzungsphase, wo wir äh, mit, mit begleiten, wie zum Beispiel dann die Strategie auch einer Kommune aussieht, wo wir die Zusammenarbeit von unterschiedlichen Kommunen auch fördern und probieren dann auch in den unterschiedlichen Bereichen, und das sind genau die Handlungsfelder der, der digitalen Daseinsvorsorge, über die wir jetzt ja auch viel gesprochen haben, ähm, wo können wir auch Projekte dann einfach mit umsetzen, wo können wir Basisinfrastrukturen vielleicht auch zur Verfügung stellen, auf denen dann Services äh, betrieben werden, die vielleicht durch andere dann auch, andere Partner, andere Unternehmen, regionale Dienstleister äh, entwickelt wurden. Okay, super, vielen Dank. Vielleicht könnt ihr ja nochmal zusammenfassen, in welchem Bereich der Digitalisierung man sich Verbesserungen allgemein wünscht. Also gibt es vielleicht drei Bereiche, die ihr sagen würdet, das muss auf jeden Fall zuerst gemacht werden? Also, eigentlich müssen alle Bereiche angegangen werden. Natürlich ist der Bereich Bildung für mich ein ganz äh, hoch priorisierter Bereich. Das gilt natürlich auch für das Feld Mobilität mhm. äh, und Gesundheit. Das sind drei zentrale Kernthemen der Digitalisierung, die auch raumübergreifend, glaube ich, neue Lösungen brauchen. Was ich vor die Klammer setzen würde, äh, wäre auch nochmal der Wunsch und der Hinweis, zuzuhören. Mhm. Zuzuhören, was sind die Bedarfe der Bürgerinnen und Bürger, der Unternehmen, aber auch der Städte und Gemeinden. Als ich diese Veranstaltung in Münster konfiguriert habe und als sie durchgeführt wurde, sagte einer der Regierungspräsidentinnen, es war Frau Pircher aus Detmold, diese Veranstaltung ist aufgebaut, nicht, wir sind nicht nur Aufsicht, sondern wir wollen zuhören. Und das war für die Städte und Gemeinden extrem wichtig, jetzt auch gegenüber dem Land mal die Problemlagen zu artikulieren. Und ähm, daraus dann Informationen zu generieren, die das Land wiederum nutzt für Förderprogramme, für Maßnahmen etc. Also zuhören heißt, sich auf die Ebene der Bedarfsträger, also Kommunen, Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen auch zu konzentrieren, weil da ist der Problem Druck, da sieht man, welche Herausforderungen vor uns stehen, die wir bewältigen müssen. Und äh, das können wir natürlich wunderbar dann auch für unsere eigene Arbeit verwenden, diesen Ansatz. Mhm. Noch was hinzuzufügen, Jorge? Ja, ich, also ich glaube, ich würde mir wünschen, dass die Verwaltung sich ja, in, in gewisser Weise ein bisschen neu erfindet und sich tatsächlich auch als, als Dienstleister für die Gesellschaft sieht und vor allen Dingen die Chance, die, die derzeit durch die, durch die unterschiedlichen großen Fördermitteltöpfe oder sehr großen Fördermitteltöpfe auch nutzt, um einfach sich auf das Thema Digitalisierung und Innovation einzulassen. Also wirklich auch einen, ja, einen Mindsetwechsel eigentlich jetzt anzustreben. Das ist das ist so ein bisschen auf dieser... Auf der ja, nicht so physischen Ebene. Das zweite ist tatsächlich physisch. Wir müssen die richtige Infrastruktur dafür haben. Wir müssen einfach überall telefonieren können. Wir brauchen die Internetverbindung in einer vernünftigen Geschwindigkeit, weil auf dem basiert alles. Und das ist unsere, unsere Kommunikation untereinander ähm, und aber auch die Dienstleistung, die wir ja in Anspruch nehmen wollen. Ähm, und tatsächlich der dritte Punkt: ähm, Franz Rhein hat das angesprochen, auch ähm, aus meiner Perspektive Bildung finde ich, find ich ein sehr, sehr wichtiges Feld. Ähm, wir haben es gerade durch Corona gemerkt, auch nochmal, in, in welchen Bereichen wir noch nicht gut aufgestellt sind. Ich glaube, es ist auch wieder zwei Bereiche. Es geht einmal um die infrastrukturellen Themen im Bildungsbereich und, und die, die Anwendungen, die, die dort eingesetzt werden. Aber auch der zweite Punkt ist, es müssen Konzepte dafür da sein, wie man im Bildungsbereich eigentlich digitale Angebote auch... Auch schult und muss der Informatikunterricht dafür genutzt werden, dass ein Schüler in der achten Klasse eine Programmiersprache lernt? Oder ist es vielleicht auch ein guter Ansatz, zu sagen, ich unterrichte die Schüler darin, wie man eigentlich mit den, mit den Medien umgeht und worauf man zu achten hat? Vielleicht wäre es schlau, das OZG-Prinzip einer für alle, also EVA, auch auf die Bildung auszudehnen und zu sagen, der eine ja. macht ein Projekt, eine Dienstleistung, und die gilt dann aber auch für alle, mhm. trotz Föderalismus sich darauf zu einigen. Das ist das Thema der klassischen Verwaltung sozusagen im Sektor OZG. Und im Bereich der digitalen Verwaltung geht es mir um die Frage auch der digitalen Zwillinge, mhm. so dass man das wunderbar zu einer Schlagzeile verbinden könnte, Eva und die digitalen Zwillinge. Eva und die digitalen Zwillinge, ja. Sehr gut. Sehr schön. Ähm, noch eine letzte Frage und die ist an euch beide gerichtet. Vielleicht nochmal abschließend. Ähm, wenn ich als Kommune an euch herantreten würde und ich habe noch nichts mit Digitalisierung zu tun, was würdet ihr mir raten? In welcher Rolle herantreten an die Kommune? Genau, also was würdet ihr mir als Kommune raten, wie ich am besten Digitalisierung, das Thema Digitalisierung angehe? Indem ich äh, als Kommune äh, mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mich äh, intensiv zusammensetze. Äh, in Form von äh, Worldcafés, sage ich mal, also einer lockeren Atmosphäre um gemeinsam aus den Wissensbeständen, die ja in den Köpfen dieser Mitarbeiter und Mitarbeiter liegen, einmal zu klären, wie können wir unsere Prozesse verbessern? Was habt ihr seit Jahren im Kopf, ist aber nicht umgesetzt worden? Wie könnt ihr das vereinfachen? Weil die haben die meiste Erfahrung. Und das Zweite wäre eben auch neue Dienstleistungen mit ihnen zu kreieren und zu entwickeln. Eine Gemeinde, die ich jetzt, die mich angesprochen hatte sagte mir der Bürgermeister, dass er seine 38 Auszubildende äh, in, die, in den Ratssaal eingeladen hat und nur mit diesen Personen quasi U30 sage ich mal unter 30 ähm, auch sich ausgetauscht hat, um einfach dort auch ähm, deutlich zu machen, dass sie die Chance haben, hier mitzugestalten, mitwirken zu können und das kam auch sehr gut an und das treibt sich auch in die ganze Verwaltung hinein. Also ich würde eben neben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch mit Bürgerinnen und Bürgern natürlich solche Prozesse führen im Sinne von smarter Region, smarter Kommune, wie sieht die Stadt von morgen aus, wie entwickelt sich unsere Gemeinde, also intern in der Binnenkommunikation mehr Öffnung und B, Kontakte und Hinweise und Interessen von außen mit einzubringen. Mhm. Ja. Also, ich bin, bin da ganz bei Franz Reinhardt. Es geht, glaube ich, im ersten Schritt um, um Aufklärung auch, um, um sozusagen das Veränderungsmanagement gegenüber den Mitarbeiterinnen und aber auch den Bürgerinnen. Was kommt auf alle, auf die Gesellschaft zu, wenn wir digitalisieren? Also wirklich Ängste abbauen ähm, und überzeugen, aber auch mitzuarbeiten, neue Themen anzugehen und zu optimieren, ohne dass man ähm, ja, Angst vor der Zukunft hat. Der nächste Schritt, denke ich mal, der, der auch da so mit reinfließt, ist auch zu gucken, wo steht man überhaupt, wo möchte man Schwerpunkte setzen im Bereich der Digitalisierung. Ist es eher Tourismus, Wirtschaftsförderung, die damit einhergeht? Ist es Mobilität, Gesundheit? Also wo sollen Schwerpunkte gesetzt werden? Und dann geht es natürlich auch darum, aus Visionen auch klarere Aufträge sozusagen zu formulieren. Wo wollen wir eigentlich hin? Und ich glaube, das ist so eigentlich das, was ich als erstes vorschlagen würde die Mitarbeiterinnen aus der Verwaltung eigentlich mit ins Boot holen, viele Fürsprecher für das Vorhaben gewinnen, zu schauen, wo stehe ich, also das klassische Vorgehen und wo wollen wir gemeinsam hin und dann sozusagen auch in die Umsetzung zu kommen, was vielleicht die Verwaltungsleistung OZG anbelangt oder auch der Daseinsvorsorge. Denn die Bedeutung der Kommunen wird steigen, extrem steigen in den nächsten Jahren. Wir müssen sie in die Lage versetzen, eben hier den Gestaltungsspielraum, den sie haben, nicht einzuengen, sondern zu erweitern. Wir müssen sie auskömmlich finanziell ausstatten, damit sie ihren Weg gehen können. Die Innovation, die Kreativität kommt von unten, äh, bottom-up. Und das ist unsere Chance, glaube ich, hier äh, Dienstleistungen für Deutschland entsprechend aufzubauen und äh, uns darauf äh, zu konzentrieren. Ja, super. Ich glaube, wir sind am Ende angelangt. Und ja, Franz Reinhardt, vielen Dank. Jorge. Ja, liebe Zuschauerinnen, das war unser Beitrag rund um den Strukturwandel. Und wir haben heute gesehen und gehört, dass Strukturwandel Kommunen und Bürgerinnen vor neue Herausforderungen stellt, aber auch, dass Digitalisierung eine große Chance für diese Region bieten kann. Und ja, wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie Fragen haben oder sich zu einem Thema beraten lassen wollen, finden Sie alle weiteren Informationen auf www.dataport-kommunal.de. Und wir wünschen Ihnen noch weiterhin viel Spaß auf der digitalen Woche und einen schönen Resttag.